Moin ihr Lieben, heute habe ich wieder einen Tag für euch und zwar den Some Bookish Facts Tag. Und den hatte ich eh schon auf meiner Liste, weil als ich den bei anderen YouTubern gesehen habe, fand ich den so innovativ und cool und dachte, ja, da habe ich Lust drauf, da zeigt man auch mal andere Bücher in die Kamera oder hat die Chance, andere Bücher in die Kamera zu halten. Und hatte mich schon auf die Liste gesetzt und dann habe ich aber eine Nachricht bekommen, dass ich von der lieben Karina Zacharias, den Kanal verlinke ich euch in der Infobox, getaggt wurde. Und ich gucke ihren Kanal sehr, sehr gerne. Ich kenne ihn noch gar nicht so lange. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon mal empfohlen habe. Es ist nämlich auf jeden Fall auch ein Kanal für Fantasy-Liebhaber. Sie liest zwar nicht nur Fantasy, sie liest aber auch sehr, sehr gerne High Fantasy. Und das hat natürlich mein Herz sofort aufgehen lassen. Und ich finde auch, dass sie einen sehr erlesenen Buchgeschmack hat. Sie liest auch ein bisschen belletristische und klassische Titel. Aber ich finde, da findet man immer auch mal wieder so besondere Titel, besondere Liebhabertitel, ja, die so kleine Geheimtipps sind. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Sie ist selber auch Autorin und erzählt natürlich auch davon manchmal ein bisschen. Und ich finde sie sehr sympathisch. Wieder so mein Beuteschema, wollte ich gerade schon sagen. Eine sehr ruhige Angelegenheit. Sie weiß aber sehr gut, sich auszudrücken. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei und ich habe mich umso mehr gefreut, dass sie dass sie mich getaggt hat zu diesem Tag. Tag, Tag, Tag. Wie oft sagt man das in diesem Tag? Ich weiß es nicht. Wir fangen jetzt aber mal mit den Aufgaben an. Es sind gar nicht so viele. Schade, ich hätte in dieser Form gerne noch mehr gehabt und hätte den gerne noch ein bisschen hinausgezögert. Aber jetzt ist er ja noch gar nicht vorbei. Wir fangen ja jetzt erst an und zwar mit der ersten Frage nach dem letzten Buch, das ich gekauft habe. Das werdet ihr noch in meinen Neuzugängen-Video sehen. Ich weiß noch nicht, über welche Monate ich die Neuzugänge mache, ob ich jetzt noch mal den September abwarte und das dann zusammenziehe in Juli, August, September oder ob ich euch nur Juli und August zeige, wären eigentlich auch genug, aber jetzt ist der September schon angebrochen. Ich denke, da warte ich jetzt noch mal die 2 Wochen ab, bis der September auch vorbei ist und zeige euch dann meine Neuzugänge. Und da wird dieses Buch auch drin vorkommen, was jetzt als letztes bei mir eingezogen ist. Es ist ein Schmuckstück und zwar ist es dieses hier, Geistergeschichten aus Japan von, tja, wieder so ein schwieriger Name, Lafcadio Hearn und illustriert ist das Ganze von Benjamin Lacombe und ihr wisst, ich bin ein großer Benjamin Lacombe Fan und habe schon einige Bücher von ihm gelesen bzw. angeschaut. Meistens nimmt er sich ja bekannte Werke vor und illustriert sie dann und macht dann Kooperationen mit anderen Autoren zusammen. Auch eventuell so Klassiker wie Der Zauberer von Oz. Das war so, ich glaube, das letzte Buch davor, das erschienen ist. Das war eine Neuerzählung vom Zauberer von Oz aus der Sicht der Vogelscheuche. Das habe ich mir natürlich auch zugelegt und euch vorgestellt. Ja, und dieses Buch hier, das stand natürlich, sobald es erschienen ist, das ist so das neueste Werk von Benjamin Lacombe, was auf dem Markt ist hier in Deutschland. Und das habe ich mir natürlich sofort auf meine Wunschliste geschrieben und war aber noch nicht sofort dabei, mir das zu kaufen. Als aber dann eine liebe Freundin von mir Geburtstag hatte, die totaler Japan-Fan ist, da musste ich sofort an sie denken. Und sie ist außerdem aber auch eine Buchliebhaberin, war mal eine Kollegin von mir, als wir noch im Buchhandel zusammengearbeitet haben. Und ja, mag eben auch sehr gerne schön gestaltete Bücher. Da war es irgendwie mir klar, das muss ich ihr schenken. Als ich ihr das aber bestellt habe, dachte ich, nee, ich kann ihr das jetzt nicht schenken und es selbst nicht besitzen. Ich muss es mir auch mitbestellen. Und habe ich es gleich zweimal bestellt, zweimal gekauft. Und deswegen ja, ist das bei mir eingezogen. Ich habe nur ein bisschen vorne reingeschaut. Es ist einfach unglaublich schön gestaltet. Ja, wie man das eben bei den Schmuckausgaben von Benjamin Lacombe kennt. Es ist halb leinengebunden und ja, sogar mit metallischen Aufdrucken. Also es ist ja wieder wunderschön. Ich bin jetzt nicht der größte Japan- bzw. Asien-Fan. Da sind andere Bereiche oder andere Kulturen, die mich mehr interessieren. Dennoch, ihr wisst, ich habe diese Ader oder diese Leidenschaft
zu gruseligen, atmosphärischen Geschichten. Und da passt das natürlich extrem gut rein. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschichten hier drin sind. Okay, hier steht zwar eine Inhaltsübersicht, aber nicht, wie viele Geistergeschichten jetzt hier drin vorkommen. Das ist natürlich eine blöde Übersicht. Ja, aber ich werde es euch natürlich auch noch mal genauer vorstellen, einmal in den Neuzugängen und dann, wenn ich es gelesen habe. Ich weiß noch nicht, ob ich es von vorne bis hinten durchlesen werde oder immer zwischendurch mal eine Geschichte reinschieben werde, wenn ich ein Buch beendet habe. Den Autoren kenne ich gar nicht. Ich hatte ein bisschen reingelesen. Hier im Buch steht halt ein bisschen was zu dem Autoren drin, aber ja, sagt mir nichts. Aber man kann ja immer wieder Neues kennenlernen. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich über dieses neue Schätzchen auf jeden Fall. So, die zweite Aufgabe ist: Zeige ein Buch von dem Autor oder der Autorin, von denen du die meisten Bücher gelesen hast. Und da habe ich so ein bisschen gehofft, dass da vielleicht ja, Autoren bei rumkommen oder ich euch Bücher zeigen kann, die ich euch noch nicht so oft gezeigt habe. Aber es sind leider genau die geworden, die, über die ich sehr, sehr oft spreche. Also ich habe jetzt einmal den männlichen Autorpart rausgeguckt und natürlich dann auch noch den weiblichen Part, die meistgelesenste Autorin von mir. Und ja, bei der meistgelesensten Autorin ist das tatsächlich J.K. Rowling. Da sind natürlich erstmal die 7 Harry Potter Bände, dann hier das Drehbuch zu Fantastische Tierwesen und dann gibt es ja noch die Sonderbände, die Märchen von Beedle dem Barden und Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, dieses Sachbuch und Quidditch im Wandel der Zeiten. Da habe ich mal zusammengezählt, das sind 11 Werke, 11 Bücher, von die direkt von ihr geschrieben worden sind. Und ja, das macht sie zur Siegerin in diesem Fall. Und ich habe mir jetzt aber das Drehbuch zu Fantastische Tierwesen rausgesucht, weil ich das einfach sehr, sehr lange nicht in die Kamera gehalten habe. Sonst immer die Harry Potter-Bände. Ja, und wenn man dann noch die anderen Ausgaben mit dazu zählen würde, wären es natürlich noch mehr. Aber ich denke mal, das zählt nicht, weil das ja dieselben Geschichten sind sozusagen. Aber ich habe mir überlegt, weil ich das so interessant finde, weil ich das so auf Anhieb so gar nicht sagen konnte, bis jetzt auf die, die ich euch jetzt zeige. Wer jetzt die meistgelesensten Autoren und Autorinnen von mir sind, habe ich gedacht, ich mache da vielleicht mal ein Einzelvideo drüber und wollte euch einfach mal fragen, ob euch das interessieren würde, was so die Bücher, die Autoren sind, die ich am meisten lese und würde dann einfach mal die Werke durchzählen. Sind natürlich nicht alle Bücher, die in meinem Regal sind, weil ich ja vieles auch aussortiert habe. Da muss man dann ein bisschen vielleicht bei Goodreads gucken oder ein bisschen überlegen, was man noch von dem oder von der Autorin gelesen hat. Aber das würde mich auf jeden Fall interessieren, ob euch so ein Video gefallen könnte, weil ich ja jetzt eben nur die beiden Autoren hochhalte, die ihr sowieso schon kennt von mir, weil ich da immer sehr, sehr viel drüber schwärme. Zu Harry Potter und zu der Harry Potter-Welt will ich jetzt auch gar nicht so viel sagen. Ja, zu diesem schönen Werk, ich finde das tatsächlich wunderschön, das Buch. Also wirklich, die Gestaltung ist top. Ich habe den zweiten Teil noch gar nicht, also Grindelwalds Verbrechen heißt das, glaube ich. Auch total schön, auch die Farbe, dieses Petrolfarbene. Also das werde ich mir auch antun. Auch wenn es nur ein Drehbuch ist, konnte ich mich tatsächlich in diesen Film wieder hineinversetzen und konnte viele Details herauslesen, die ich im Film vielleicht übersehen hätte. Und die Aufmachung tut eben noch ihr Weiteres dazu. Man kennt es natürlich im Grunde auf gefühlt die Hälfte zusammenschrumpfen, weil das eben so ja, großzügig bedruckt ist. Aber auf jeden Fall überraschend gut gefallen hat mir das damals, weil ich dachte, ob es das überhaupt bringt, wenn man den Film schon kennt, denn das Drehbuch noch zu lesen und warum gibt es dazu keinen Roman, war ich natürlich ein bisschen enttäuscht. Bin ich immer noch, wenn, dann hätte ich schon lieber einen Roman gelesen. Aber immerhin, das Drehbuch ist ja wirklich selbst geschrieben von J.K. Rowling und das macht es dann irgendwie auch aus.
Ja, und der Autor, den ich am meisten lese, ist tatsächlich Walter Mörs. Da habe ich gezählt, das sind 12 Bücher, 12 Werke von ihm, die ich gelesen habe. Und ich habe mich auch wieder für ein Buch entschieden, für ein Werk entschieden, das ich nicht so oft in die Kamera halte. Und zwar ist das der Comic zu Die Stadt der träumenden Bücher. Da habe ich damals auch eine Rezension zu gemacht, genauso wie auch zu dem Drehbuch Die fantastische Tierwesen. Aber ja, diese Umsetzung ist auch wieder so unglaublich gut gelungen. Es gibt ja in letzter Zeit viele Comic-Adaptionen zu bestimmten tollen Romanen. Und ich habe gemerkt, dass ich gar nicht so der Comic-Fan bin, weil mir dann doch einfach die Tiefe fehlt. Und ich mag illustrierte Bücher seltsamerweise ja sehr, sehr gerne. Aber reine Comics, da finde ich häufig nicht ganz so schnell in die Tiefe oder in die Geschichte hinein. Zum Beispiel bei dem Comic zu dem Roman Der Goldene Kompass, da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber vielleicht lag es auch am Zeichenstil. Was ich halt bei dieser Comic-Umsetzung so toll finde, ist, dass hier relativ viel Text ist. Also das war, ich glaube, dem Autor auch schon, also Walter Mörs, schon sehr wichtig, weil es hier eben auch viel um Bücher und um Text und um Worte geht, dass davon nicht ganz so viel verloren geht. Also ist hier relativ viel Text. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und die Bilder, finde ich, da wurde nicht einfach nur hingeschliert, sondern jedes einzelne Bild, jede einzelne Illustration ist total atmosphärisch und detailliert und hat so total gut die Atmosphäre und den Flair von den Romanen aufgefangen. Deswegen finde ich, ist das eine tolle Ergänzung. Dennoch, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall zum Roman greifen, weil der natürlich um einiges detaillierter und viel, viel mehr Inhalt drin ist und ja, diese funkensprühende Ideenwelt von Walter Mörs auffängt. Aber hier hat halt Walter Mörs zusammen mit Florian Biegel gearbeitet und er hat ziemlich lange dafür gebraucht. Und ich finde, schon allein am Cover sieht man, wie sehr detailverliebt das Ganze gestaltet worden ist. Und ja, das macht auf jeden Fall viel her. Und da möchte ich auf jeden Fall jetzt auch gerne noch mal reinlesen, jetzt wo ich das in der Hand halte. Das Ganze wurde auf 2 Bände aufgeteilt, nur noch mal so als ja, als kleine Ergänzung. Also der erste Teil, die Stadt der träumenden Bücher, wurde in 2 Comics aufgeteilt. So, und ich habe mir natürlich noch andere Autoren und Autorinnen aufgeschrieben, aber ich denke, ich wollte die erst so aufzählen. Ich denke, die werde ich mir jetzt aber einfach mal aufsparen für das Video. Ich habe echt so viele Videoideen und habe total Lust, die alle umzusetzen, aber ich schaffe das alles gar nicht, weil ich gar nicht so viel Zeit immer dazu habe, die Videos zu drehen. Und dann kommen natürlich auch immer so diese normalen Formate dazwischen, die man dann eher dreht, sowas wie Lesemonate, Rezensionen oder Neuzugänge. Aber so die Sonderformate gehen dann manchmal ein bisschen unter. Aber ich habe es mir alles aufgeschrieben und wie gesagt, ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was euch so interessiert und ob euch ja, explizit jetzt diese Videoidee gefallen könnte. Drittens, zeige ein Buch über ein Hobby oder ein Interessengebiet, das nicht Lesen ist. Fand ich auch eine super Frage. Und da ist mir sofort ja, mein Hobby Reiten eingefallen. Im Moment mache ich es leider nicht mehr. Es war in meiner Kindheit und in meiner Jugend wirklich omnipräsent. Also da habe ich das wirklich als Leidenschaft ausgelebt. Da war ich 5-mal die Woche auf dem Pferdehof und wurde immer von meinen Eltern hin und her kutschiert. Also 10 Jahre lang hat mich das ziemlich lange begleitet und das ist natürlich nicht sofort weg. Irgendwann kehre ich vielleicht wieder dazu hin zurück. Auf jeden Fall ist ein Interessengebiet immer noch Pferde. Ich finde Pferde einfach unglaublich schöne Tiere und gucke mir immer noch gerne, sehr gerne YouTube-Videos an und mal schauen, ob ich da irgendwann wieder zurückkehre zu diesem ja sehr zeitaufwendigen und ja auch sehr kostspieligen Hobby. Aber ich habe dazu auch einige Bücher und ich habe dazu tatsächlich schon mal so ein Buchspecial gedreht. Alle meine Pferdebücher oder ja so pferdereitbezogene Bücher habe ich euch vorgestellt. Da waren Kinderbücher
eben aus meiner Kindheit dabei, aber eben auch Pferdebücher für Erwachsene und ich weiß gar nicht, ob ich auch die Sachbücher vorgestellt habe. Jedenfalls habe ich mir aus diesen Büchern jetzt eins herausgegriffen und zwar ist es dieses Buch hier, Im Schatten des Pferdemondes von Evita Wolf. Ich glaube, das wurde sogar verfilmt. Ich kenne den Film aber nicht. Ich bin bei Buchverfilmungen ja auch immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn ich die Bücher liebe. Einerseits möchte man gerne die Umsetzung sehen, aber ich glaube, gerade bei diesem Buch könnte es ungemein kitschig werden, so ein bisschen Rosamunde Pilcher-mäßig. Deswegen, ja, ich behalte lieber so ein bisschen meine Erinnerungen bei. Hierbei handelt es sich mal nicht um ein Fantasy- oder Horrorroman, sondern wirklich, ja, um eine. Ja, wie soll man das sagen? Einfach um einen belletristischen Roman. Hierbei geht es um einen jungen Tierarzt namens Erik, der wirklich eine besondere Beziehung zu Pferden herstellen kann und der sehr gut auf sie eingehen kann. Und er soll nun auf das, ich glaube, das schottische Zuchtgestüt, genau, auf ein schottisches Gestüt kommen und die Besitzerin hat eben eine besondere Zuchtstute namens Solitär und ja, die hat eben ein Trauma und sie bekommt sie einfach nicht wieder geheilt und deswegen soll Erik jetzt helfen, diese Stute irgendwie zu heilen und er muss natürlich erstmal mit der Umgebung dort klarkommen und es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte, die sich da anbahnt zwischen der Besitzerin und Eric, aber ich finde halt, wie sehr, sehr sensibel und atmosphärisch hier diese Beziehung zwischen Mensch und Pferd beschrieben wurde, fand ich sehr, sehr schön. Und hat ja mein Pferdeherz einfach sehr getroffen. Ich weiß, es ist sicherlich nicht für jeden etwas, natürlich für die Pferdemenschen unter euch und die kennen das vielleicht schon, das ist wirklich ja schon sehr alt. Ich habe das damals, glaube ich, im Regal meiner Mutter entdeckt und habe das dann ja, rausgeklaubt sozusagen. Ich habe noch andere, wie gesagt, Pferderomane, aber das ist so der einzige erwachsene Pferderoman. Es gibt noch einen für Jugendliche, wo noch eine fantastische Elemente mit rein, wo fantastische Elemente mit reinspielen, fand ich auch großartig. Ich werde euch einfach mal das Pferdebuch-Special in der Infobox verlinken, wenn ihr darüber ein bisschen mehr wissen wollt. Dann schaut da gerne mal vorbei. Ich habe, wie gesagt, nicht nur realistische, sondern auch fantastische Werke mit reingenommen, wozu eben auch Einhörner und sowas gehören, wie ich finde. Und ja, ich glaube, das ist das etwas für jeden Pferdenah ist da ein Buch dabei. Neben dem Reiten habe ich dann noch überlegt, ja, was kommt denn in Büchern noch so vor, was ich sehr, sehr gerne mache, was ich als Hobby bezeichnen würde. Und da ist mir tatsächlich auch noch Erebos eingefallen von Ursula Poznanski, eines meiner liebsten Werke von ihr. Auch so eine Autorin, die ich relativ häufig schon gelesen habe, beziehungsweise schon mehrere Werke von ihr gelesen habe. Und die mich meistens nicht enttäuschen. Und Erebos ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, war es das erste oder das zweite Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und es hat mich damals so begeistert. Und hier geht es eben um ein Computerspiel, was in der Schule so ja, den Umlauf macht und die Kinder oder Jugendliche in ihren Bann zu ziehen scheint. Und ja, immer mehr Leute werden von diesem Spiel süchtig gemacht und darum drehen sich ganz viele Geheimnisse. Man darf darüber in der Realität nicht reden und dieses Spiel bringt unglaublich viel Spaß. Es ist ein Rollen-Fantasy-Spiel, aber dieses Spiel scheint intelligenter zu sein als andere. Es spricht mit dir und es scheint dich sehr, sehr gut zu kennen, dich sehr, sehr gut einzuschätzen. Es scheint dich aber auch zu kontrollieren und es gibt dir Aufgaben und wenn du diese Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllst, dann bestraft es dich auch. Und das Ganze macht es natürlich zu einem sehr, sehr modernen Thriller. Und ich fand, diese Spielsequenzen haben mir so viel Spaß gemacht, weil ich selbst Lust bekommen habe, dieses Spiel ja, zu game. Und das hat die Autorin hier wirklich gut hingekriegt, diesen Sog auf dieses Spiel darzustellen, dass selbst der Leser selbst dieses Spiel irgendwie spielen möchte, obwohl es ja so ach so gefährlich ist. Auch die realistischen Elemente waren natürlich sehr eindringlich, aber diese Spielmomente fand ich tatsächlich sogar noch besser. Wahrscheinlich einfach, weil ich selber sehr, sehr gerne game. Ich habe eine Zeit lang WoW gespielt.
Und auch so diese nostalgischen Konsolenspiele, sowas wie Mario Kart oder Donkey Kong oder Zelda, so auf den alten Konsolen spiele ich sehr, sehr gerne hin und wieder. Also auf dem Super Nintendo oder auf der N64. Ich habe auch vor, irgendwann mir mal eine richtige neue Konsole zu holen. Sonst habe ich immer davon profitiert, dass meine Brüder immer alle Konsolen hatten. Aber jetzt, wo man alleine wohnt, kann man sie immer mal hin und wieder ausleihen. So auch die alten Konsolen, aber so für neue Spiele braucht man schon entweder einen PC oder eine ordentliche Konsole. Mal gucken, was es dann wird. Da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen. Aber jetzt, spätestens jetzt, wo der Trailer zum neuen Harry Potter Game Legacy rausgekommen ist, ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Also es sieht ja bombastisch aus. Also das möchte ich unbedingt selbst spielen. Und bis dahin muss ich mir irgendwas anschaffen. Ein PC, eine PlayStation, eine Xbox. Werde ich noch mal überlegen. Ja, weil auf dem Laptop wird es nicht gut spielen. Wenn, dann möchte man natürlich auch die Grafik völlig auskosten, nicht auskotzen. Und sonst würde es auf dem Laptop wird's gar nicht gehen. Also da wird es ja nur laggen und wahrscheinlich noch nicht mal installiert bekommen. Ja, oder ich gucke es als Let's Play. Ja, das ist halt eben auch noch ein große Leidenschaft von mir, wenn ich so diese neueren Spiele nicht selbst spielen kann. Besonders diese neueren Spiele, die auch so storybasiert sind, wo wirklich eine tolle, intensive und tiefgründige Story dahinter steckt. Dann schaue ich mir die so an wie Serien. Also schaue dabei zu, wie andere auf YouTube eben dieses Spiel spielen. Einer der größten Kanäle ist natürlich Gronkh oder der größte Gaming-Kanal in Deutschland ist Gronkh. Und ja, das ist einfach auch was ich sehr, sehr gerne mache. Und deswegen ist Erebos steht dafür, für dieses Hobby Gamen. Ich hätte natürlich noch weitere Interessengebiete sagen können. Da wäre zum Beispiel Jahrmärkte und Zirkus. Ist jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende einen Zirkus besuche, aber sowas wie Jahrmärkte oder Weihnachtsmärkte finde ich halt total schön. Hier in Hamburg ist der Dom natürlich allgegenwärtig und mit seinen Lichtern und Fahrgeschäften und so hat es einfach eine ganz besondere Atmosphäre. Und ich finde, wenn diese Atmosphäre in Büchern eingefangen wird, ja, ihr seht halt hier, dieses Regalbett ist alles voller Zirkus- und Jahrmarktgeschichten. Ich finde, da kann man in allen Genres sehr, sehr gut dieses Setting nutzen. Oder was könnte ich auch noch als Interessengebiet nennen können? Eisige Abenteurer, Bergsteigergeschichten ist ja auch etwas Neues. Das ist ja nicht, was ich als Hobby bezeichnen würde, weil ich jetzt selber kein Bergsteiger oder Abenteurer bin, aber das ist halt einfach ein Interessengebiet. Gut, ich gehe vielleicht einmal im Jahr rodeln im Harz, aber das kann man ja damit nicht vergleichen. Aber es ist halt eben schon irgendwie ein Interessengebiet. Und ja, eine Leidenschaft, diese eisigen, winterlichen Welten zu erleben, wenn es denn nur in Büchern ist. Und Weihnachten könnte ich vielleicht noch nennen, weil das irgendwie auch etwas ist, was ich einfach auch in der Realität lebe und da einfach sehr, sehr gerne auch von lese. Aber ansonsten kann man natürlich alle Themen nennen, die man in Büchern einfach gerne liest. Und ja, das wollte ich jetzt alles nicht noch als Buch zeigen. Deswegen wollte ich schon Hobbys nehmen, die ich wirklich in der Realität auch habe. Und deswegen habe ich mich fürs Gamen und fürs Reiten entschieden. Viertens, zeige das erste Buch, über das du auf deinen YouTube-Kanal gesprochen hast. Über diese Frage habe ich mich auch sehr gefreut, weil man da noch mal so ein bisschen zurückdenkt. Ich meine, bei mir ist es jetzt 5, 6 Jahre schon her, dass ich mit YouTube angefangen habe. Und ja, wenn man sich so alte Videos anschaut, denkt man so, ach Gottchen. Aber gut, jeder fängt mal an und irgendwie ist das ja auch schön, dass man da noch mal zurückblicken kann, wie man sich entwickelt hat und was man damals so gelesen hat. Und irgendwie ist das auf jeden Fall schön. Und ich habe damals gar kein Begrüßungsvideo oder Vorstellungsvideo gemacht, sondern habe gleich mit einer Rezension begonnen, mit einer Reihe, die ich damals sehr, sehr geliebt habe, die ich auch fand, wie ich fand, ja, irgendwie unterschätzt wird und zu selten auf YouTube gezeigt wird. Und deswegen dachte ich, fange ich damit an. Ich finde auch als Tipp irgendwie für jeden Beginner ist es immer schön, wenn man mit etwas anfängt, wo man so richtig für brennt, ob das nun eine Buchvorstellung ist oder Lesemonat, also irgendwo, wo man sich vielleicht wohlfühlt. Und ich habe eben
mit dieser Reihe hier begonnen. Mein erstes Booktube-Video war eine Rezension zu Dancing Jacks von Robin Jarvis. Das ist eine Trilogie. Hier seht ihr auch noch Band 2 und 3. Und ja, man könnte sagen, es ist Dark Fantasy, es ist Horror. Ich finde die einfach sehr, sehr einzigartig. Es hat sehr, sehr düsteren, schwarzen Humor, der mir wirklich sehr, sehr gefällt. Es ist spannend, es ist fantastisch, es ist düster. Es hat wirklich vieles. Also wir befinden uns zunächst hier in unserer realistischen Welt und treffen auf mehrere Charaktere, aus deren Sicht wir diese Geschichte geschildert bekommen. Und es geht eben um ein bestimmtes Buch. Und dieses Buch lagert in ganz vielen Ausführungen, also in ganz viele Exemplare dieses eines Buches, liegt in einem alten, verwesenen, verfallenen Haus. Und diese Exemplare werden irgendwann von einer Jugendbande aus diesem Haus entführt bzw. befreit. Und sie sollen in die Gesellschaft, in die Öffentlichkeit hinausgegeben werden. Und diese Bücher, wenn man diese Bücher liest, schlagen einen sofort in den Bann. Und sie greifen so sehr in die Realität ein, dass die Menschen, die diese Bücher lesen, glauben, sie wären ein Charakter aus dem Buch und unsere Realität wäre nicht die Realität, sondern das Buch wäre die Realität. Aber es gibt auch Menschen, die dagegen immun sind und gar nicht verstehen, warum die anderen sich auf einmal so seltsam benehmen. Und irgendwo steht ja auch jemand dahinter, der diese Bücher geschaffen hat und damit ein gewisses Ziel erreichen möchte. Und ja, was das ist, das erfährt man natürlich erst nach und nach. Wir kriegen hier Charaktere mit, die sich eben überwältigen lassen von diesem Buch. Es gibt aber eben auch diese Immuncharakter, die besonders im zweiten Band so ihren Auftritt bekommen, die dort auch noch bekehrt werden sollen und eingesammelt werden sollen, die Rebellen sozusagen. Was das Ganze aber auch so besonders macht, ist, dass wir nicht nur Charaktere aus der Realität kennenlernen, sondern eben auch aus dem Buch. Und das ist eine sehr märchenhafte, fantastische Welt, wo es Hexen gibt, wo es Zauberer gibt, wo es Königreiche, Könige, Herrscher gibt und alle ja, tragen bestimmte Titel. Es gibt eben wie die Spielekarten, gibt es den Joker, es gibt die Herzdame, es gibt den Pikbuben und so weiter. Und es gibt aber auch die Karo 7, sage ich mal, und alle Charaktere bekommen eben ja, ihre Rolle zugeteilt. Diese Welt ist sehr fantastisch, aber auch sehr gefährlich. Und auch aus diesem Buch erhalten wir als Leser dieses Buches Einblicke und Kapitel darin. Und wie diese beiden Welten zusammengrätschen und ineinander fließen, ist einfach grandios. Und ich fand das so cool gemacht und es hat mir so viel Freude bereitet. Ja, und wenn ihr da ein bisschen mehr noch zu hören wollt und wenn ihr euch mein altes erstes Video anschauen möchtet, was ich vor 5,5 Jahre hochgeladen habe, dann werde ich euch das verlinken. Ja, es ist halt nicht das innovativste Video beziehungsweise nicht das bestgeratenste Video von mir, weil es eben das erste ist, aber ich denke, da werdet ihr ja, mich schonend behandeln. Aber es ist vielleicht interessant, ich gucke bei anderen auch gerne dann zurück in Videos, wo sie das erste Mal über Bücher gesprochen haben oder allgemein das erste Video hochgeladen haben. Ich finde es einfach schön zu schauen, wo, ja, wenn man die Leute nicht von dem Tag X begleitet haben. Ihr könnt ja mal sagen, ob es irgendjemanden von euch da draußen gibt, die ja, mein erstes Video damals auch sofort gesehen haben, als es erschienen ist und die mich von Stunde X sozusagen begleitet haben oder allgemein schon auf dieses Video irgendwann geklickt haben, wenn es auch ein bisschen später ist, also dieses Video schon gesehen haben. Also insgesamt wirklich eine tolle Empfehlung, dieses Buch. Fünftens fand ich auch ganz, ganz toll und zwar ist die Aufgabe, zeige ein Buch aus deinem erfolgreichsten YouTube-Video. Und da guckt man ja hin und wieder mal rein, was so am meisten geklickt wird, weil man sieht natürlich so bei den aktuellen Videos, bei den Lesemonaten, dass da ziemlich schnell ziemlich viele drauf klicken, weil das sind so Videos, die ja
in den ersten Wochen ziemlich viele Klicks bekommen und dann, weil sie halt so ihre Aktualität verlieren, dann danach eigentlich gar nicht mehr geklickt werden. Dann gibt es wiederum Videos, zum Beispiel Rezensionen, die kaum Klicks bekommen, nicht so gerne angeklickt werden. Es gibt aber Bücher, wo die Rezensionen nach und nach immer mehr Klicks bekommen, wo ich selber schon überrascht war, warum die so, dass die so wieder so viele Klicks bekommen haben. Das sind natürlich meistens Werke von Autoren, von bekannten Autoren oder bekannte Bücher, die dann immer nach und nach angeklickt werden oder wenn die nochmal verfilmt werden oder wenn da irgendwie ein Folgeband erscheint, dass diese Rezensionen nochmal geklickt werden. Und das kriegt man ja gar nicht mehr so mit, wenn man jetzt nicht explizit recherchiert nach diesen Klickzahlen. Das passiert ja irgendwie so im Hintergrund. Und immer wenn man mal guckt, denkt man so, huch, das hat aber viele Klickzahlen bekommen, ohne dass ich das mitbekommen habe. Ja, und mein meistgeklicktestes Video ist tatsächlich mein High Fantasy Special. Auch dieses Video habe ich vor über 5 Jahren hochgeladen. Und auch das ist noch nicht die beste Qualität und auch ich stelle mich da jetzt nicht so super toll an, obwohl ich ja jetzt auch nicht, ja, nicht viel anderes mache, als von der Leber wegzureden. Da habe ich halt eben alle meine High Fantasy Titel aus meinem Regal vorgestellt und das waren eigentlich so die typischen. Ich habe, glaube ich, auch erzählt, was überhaupt High Fantasy ist, dieses Untergenre der Fantasy-Literatur. Und habe dann so die Klassiker gezeigt, so die Begründer sozusagen. Oder ja, das Vorzeigebuch Herr der Ringe, Der Hobbit, Game of Thrones habe ich gezeigt. Der Name des Windes, Peter wie Brad und so weiter. Habe ich alle, ja, so die klassischen Titel und die bekanntesten Werke eigentlich gezeigt, die man so als High-Fantasy-Leser kennen sollte. Und das wurde so oft geklickt und da war ich so glücklich. Und ich glaube, das zeigt auch irgendwie, dass das auch so eine Lücke ist, dass gar nicht so viele Booktuber über High-Fantasy reden. Ich bin ja auch immer wieder auf der Suche nach neuen Kanälen, wo es wirklich auch um diese Art von Fantasy geht, weil sonst geht es ja oft um Jugendfantasy oder auch Romantasy. Ist ja auch in Ordnung, das braucht natürlich auch so seine Fans und seine Ecke, aber das ist viel mehr vertreten als eben die High Fantasy. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich neue Kanäle, zum Beispiel eben die Carina Zacharias oder Tintenwelten entdecke, die halt viel über High Fantasy sprechen. Die Julia vom Leseritter empfehle ich euch ja auch immer wieder, die halt auch wirklich über, hauptsächlich über High Fantasy spricht. Und ja, das freut einen natürlich dann sehr, dass diese Videos dann auch so sehr angenommen werden, dass wirklich da Bedarf ist. Und ich habe dann auch tatsächlich einen zweiten Teil irgendwann hochgeladen. Das war aber dann auch Jahre später. Da habe ich dann die Titel vorgestellt, die ich in der Zeit gelesen habe. Ich glaube, das waren dann aber auch nur 5. Und das wurde auch gut geklickt, aber bei weitem nicht so viel. Ich weiß gar nicht, habe ich gesagt. Also es wurde über 20.000 Mal angeklickt. Das High Fantasy Special und ich glaube, der zweite Teil wurde dann nur noch 2.000 oder 3.000 Mal angeklickt. Kann ich nicht sagen, warum das so ist, aber ja, das hat mich natürlich sehr gefreut. Freut mich natürlich immer noch sehr, dass ein so altes Video immer noch so geklickt wird. Ja, auch da habe ich überlegt, ob ich darüber mal ein Video mache, ob ich euch meine meistgeklicktesten Videos mal vorstelle. Ja, weiß ich nicht, oder ob das zu viel Selbstbeweihräucherung ist, obwohl ich das damit gar nicht bezwecke, weil ich das selber einfach total interessant finde, was geklickt wird und was nicht so geklickt wird. Obwohl das vielleicht auch manchmal mit dem YouTube-Algorithmus zu tun hat, wie oft irgendein Video angezeigt wird. Das kann natürlich auch sein. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Dieses High Fantasy Special hat halt viele, viele Bücher beinhaltet, die man eigentlich so kennt. Und deswegen habe ich überlegt, was nimmst du jetzt daraus? Ich soll jetzt ein Buch zeigen aus diesem Video. Und jetzt noch zum 100.000. Mal das Lied der Dunkelheit von Peter W. Brett vorzustellen. Der Name des Windes habe ich kurz überlegt, aber da auch darüber habe ich oft gesprochen. Der Herr der Ringe, ja, kennt ja irgendwie auch jeder Hans und Franz. Und deswegen habe ich gesehen, dass ein Buch wirklich heraussticht, weil es eben so unbekannt ist. Und zwar ist das Elbenzorn von Susanne Gerdem. Es ist aber schon extrem
viele Jahre her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Deswegen habe ich da kaum Erinnerungen dran. Ich weiß, dass es mir damals sehr, sehr gut gefallen hat und dass es eben High Fantasy ist und dass es, ja, wie der Titel schon sagt, die Hauptcharaktere Elben sind. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, habe noch mal ein bisschen nachgelesen, damit ich euch ein bisschen was zum Inhalt erzählen kann, auch wenn ich selbst die Details nicht mehr im Kopf habe. Das wäre zum Beispiel auch ein Buch, was ich auf jeden Fall noch mal lesen möchte und schauen würde, ob es mich immer noch so begeistert. Es muss bestimmt, ja, über 10 Jahre her sein, dass ich das Buch gelesen habe. Ich habe eben geschaut, es ist 2007 ist das erschienen und ich habe es, glaube ich, irgendwann mal von einer Buchhändlerin empfohlen bekommen. Ja, und relativ schnell nachdem es erschienen ist, glaube ich. Also muss ich es irgendwann so um 2007, 2008 auch gelesen haben. Hier dreht es sich um Elben, wie der Titel schon sagt. Es gibt einmal die dunklen Elben und die goldenen. Diese beiden Geschlechter, oder sie gehören halt zum selben Geschlecht eigentlich, aber sie sind verfeindet, seitdem die goldenen die dunklen Elben vertrieben haben. Und seitdem, ja, stromern die dunklen Elben immer von Ort zu Ort, weil sie einfach keine neue Heimat finden. Seitdem aber seltsamerweise goldene Elben verschwinden, werden die dunkleren nun verdächtigt, damit etwas zu tun zu haben. Und ja, die ganze Feindschaft wird nochmal so aufgepeitscht. Es gibt zwei Geschwister. Und zwar sind das die Elbenschwestern Iviidis und Ruta Aura, die so ein bisschen Licht in das Dunkle hineinbringen wollen und dabei auf eine Verschwörung treffen. Und diese Verschwörung erschüttert die Grundfesten ihrer Welt, denn die Aufrührer wappnen sich im Verborgenen schon zum alles entscheidenden Angriff, um die Elben zu unterjochen. Ich meine mich zu erinnern, dass das Ganze gar nicht so kriegerisch war, sondern dass das schon eher auf die Figuren gemünzt war, weil ich bin ja jetzt gar nicht so sehr der jetzt Kriege oder Kämpfe lesen muss. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ich weiß, ob es irgendwie ein Folgeband gab oder ein Prequel. Jedenfalls ist das so relativ abgeschlossen. Und ja, ich meinte, das ist sehr atmosphärisch war und mich einfach begeistern konnte. Mal schauen, ob es tatsächlich mich nochmal irgendwann begeistert. Das Buch gibt es, glaube ich, nicht mehr neu zu erstehen. Es gab es irgendwann nochmal mit neuem Gewand, aber ich glaube, neu gibt es das nicht mehr. Es war sogar noch zu den Zeiten, wo ich hier zwei, drei Leserillen reingemacht habe. Das kann ich mittlerweile besser. Mittlerweile mache ich keine Leserillen mehr in meine Bücher. Ja, aber ich finde, es geht noch, ne? Ja, also das werde ich irgendwann noch mal lesen und das hat mir wirklich gut gefallen, aber ich habe an diese Geschichte wirklich kaum mehr Erinnerung, nur an die Namen, weil ich die irgendwie sehr interessant fand und die einen ja nicht unbedingt so gut über die Zunge gehen, diese Iviidis und Ruta Aura. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob diese Geschwister jeweils eine aus dem goldenen Lager und die andere aus dem dunklen Lager stammen. Das habe ich irgendwie so im Kopf, aber ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Tja, kann ich euch natürlich jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, das reicht so weit. Dann habe ich euch mal wieder ein Buch gezeigt, was wirklich, wirklich ja, lange schon in meinem Regal steht und nicht so bekannt ist. Sechstens, welcher Spontankauf hat dich nachhaltig begeistert? Diese Frage war, glaube ich, die schwierigste auf diesem Zettel oder auf der Liste der Fragen von dem Tag, denn zum einen mache ich wirklich sehr, sehr selten spontan Einkäufe. Also entweder frage ich wirklich bewusst Bücher an, als Rezensionsexemplare oder ich bestelle sie mir über die Arbeit, weil ich da ja auch Prozente bekomme. Also, dass ich wirklich spontan in die Buchhandlung gehe und dann spontan ein Buch kaufe, was ich noch nicht auf der Wunschliste habe oder wo ich noch nichts von gehört habe vorher, das kommt extrem selten vor. Mir ist da jetzt nicht unbedingt irgendwas eingefallen. Und dass dann dieser Spontankauf mich jetzt auch noch nachhaltig begeistert hat, das ja, habe ich einfach nicht. Ich habe jetzt aber mich dafür entschieden, ein Buch aus der Bücherschnitzeljagd zu zeigen. Das ist ja ein Format,
wo wir uns zu zweit immer zusammentun, zwei Booktuber, und uns gegenseitig Aufgaben stellen und danach Bücher shoppen gehen. Und da kommen natürlich auch mal Bücher raus, die man vielleicht noch nicht kennt. Ich habe zwar öfter mal Bücher geshoppt, dann die auf die Aufgabe passen und trotzdem auf meiner Wunschliste standen, aber es gab zum Beispiel auch ein Buch, was ich vorher noch gar nicht kannte. Da war, glaube ich, die Aufgabe, eine Buchhändlerin zu fragen nach dem besten Buch, was sie damals gelesen hat. Und es war dann auch noch eine Frage, ein sehr sommerliches, warmes Buch zu lesen. Und ich glaube, die beiden Fragen habe ich mit diesem Buch hier kombiniert. Und dabei ist herausgekommen Lady Africa von Paula McLean. Ja, das Buch kannte ich vorher gar nicht. Es ist auch ein Genre, was ich sonst gar nicht lese. Es ja, spielt hauptsächlich in Afrika und dreht sich um eine Person, die es tatsächlich gegeben hat. Und zwar ist das Beryl Markham, und die wird später eine Fliegerin. Und das fand ich spannend. Das klingt auf jeden Fall sehr abenteuerlich, und so ein typisches Sommerbuch ist das natürlich nicht, aber ich finde es, durch dieses Afrika-Setting hat es natürlich etwas Warmes, etwas sehr Heißes, und die Kultur dort kennenzulernen. Dann kam noch hinzu, dass sie aufgewachsen ist in diesem Protektorat, mit Pferden großgewachsen ist. Und dass sie überhaupt nicht so diese typische Frauenrolle annehmen wollte, sondern immer lieber viel mehr das Abenteuer gesucht hat. Und als sie dann später in Karen Blixen eine Seelenverwandte findet und in deren Geliebten, dem Flieger und Großwildjäger Dennis Finch-Hatton, wird ihr Leben zum Abenteuer. Ja, ich habe es noch nicht gelesen, deswegen kann ich euch nicht sagen, ob es mich denn nachhaltig begeistern wird. Ich habe leider auch entdeckt, als ich das gelagert habe, dass irgendwann hier vorne das hier so umgeknickt ist. Da habe ich mich ganz schön geärgert. Sieht man vielleicht in der Kamera nicht so. Aber ja, ist ein blöder Knick jetzt drin. Ich mag das Cover sehr. Es ist mal wieder ein gelbes Cover. Ich finde, es strahlt eine total schöne Atmosphäre aus. Und dazu ist es natürlich auch noch historisch angehaucht. Ja, mal schauen, wann ich dazu greife. Ich denke mal, jetzt ist der Sommer ja so ein bisschen vorbei. Wenn, dann würde ich das, glaube ich, schon gerne im Sommer, oder ja, wohl im goldenen Herbst kann man das bestimmt auch noch lesen. Mal gucken, wann ich dazu greifen werde. So, und die letzte Frage finde ich leider ein bisschen uninspiriert dafür, dass ich die anderen Fragen so cool finde und dass die Idee des Tags wirklich nice ist. Finde ich, ist die letzte Aufgabe schon so oft in Tags vorgekommen. Und ja, ein bisschen unkreativ, und ich finde die Frage auch so irgendwie so ein bisschen blöd, weil, naja, hört selbst. Die siebte Aufgabe ist: Zeige ein Buch von deinem Sub, das du unbedingt lesen möchtest. Ja, kann ich meinen ganzen Sub zeigen, weil natürlich, wenn ich ein Buch mir zulege oder mir schenken lasse oder so weiter oder es hier behalte, dann möchte ich es natürlich noch lesen. Und ja, finde ich immer, die Frage wiederholt sich ja immer wieder. Vielleicht einfach, weil das Thema Sub so beliebt ist und man gerne über Bücher spricht, von den Erwartungen von dem Buch und ja, was man einfach glaubt, worauf man sich da einlässt und weswegen man sich das Buch gekauft hat. Ich weiß es nicht. Aber die Frage ist jetzt nun mal drin, und auch hier habe ich überlegt, dass ich euch ein Buch zeige, was ich euch noch nicht so oft in die Kamera gehalten habe. Ich habe euch ja in den letzten Wochen einmal meinen Fantasy-Sub vorgestellt, also meine ungelesenen Fantasy-Bücher, und meine ungelesenen Horror- und Gruselbücher habe ich euch in einem Video vorgestellt. Deswegen dachte ich, lasse ich die mal außen vor und guck mal, was noch so auf meinem Sub liegt. Ein Buch habt ihr jetzt ja eben in der letzten Aufgabe gesehen mit Lady Africa. Und dann habe ich aber noch ein Buch gefunden, was ja, wirklich was Besonderes ist. Das habe ich mir zum Beispiel auch nicht selbst ausgesucht, sondern hatte ich in einer Bücherüberraschungsbox, und zwar in der Schmökerbox. Das war bisher auch wirklich die Box, die mir am besten gefallen hat, die wirklich auch hochwertige Items drin hat. Und die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn euch das Thema zusagt. Dann greift da auf jeden Fall mal zu, wenn ihr euch ein bisschen überraschen lassen wollt.
Und ich möchte euch jetzt dieses Buch hier zeigen. Die Ewigkeit in einem Glas von Jess Kidd. Das ist ein Genre-Mix, der mich sehr anspricht. Und zwar ist es im Grunde, ich glaube hauptsächlich ist es ein Krimi. Krimi ist ja eigentlich gar nicht so mein Genre, finde ich eher ein bisschen langweilig. Was das Ganze für mich interessant macht, ist zum einen, dass es ins Historische gesetzt wurde. Also es ist ein historischer Krimi und dann auch noch fantastische Elemente hat. Wir treffen hier nämlich auf Bridie Devine und diese ist Privatdetektivin in London im 19. Jahrhundert. Und sie war als Kind, steht hier, Leichensammlerin und deswegen glaubt sie eigentlich auch alles schon gesehen zu haben. Aber der neue Fall, der hat auch für sie noch etwas Besonderes parat, denn sie soll ein verschwundenes Kind oder eine verschwundene junge Frau suchen, und zwar ist es Christabel. Doch dieses Mädchen ist nicht normal. Ich weiß, dass es viel mit Schaustellern, Schauspielern und auch Meerjungfrauen zu tun haben soll. Außerdem hat sie noch einen Kumpan, der ihr zur Seite gestellt ist als Ermittlungshilfe, und zwar ist das ein Geist. Ja, also haben wir hier verschiedene fantastische Elemente dazu, noch etwas Historisches und eben diese Rahmenhandlung als Krimi. Ich habe von Jess Kidd bisher noch nichts gelesen. Ich glaube, sie schreibt immer so ein bisschen speziellere Bücher. Das soll auch ein Einzelband sein. Ich finde auch die Gestaltung sehr schön. Mit diesen, ja, weiß nicht, ob das so ein Glassplitter sein soll oder ein Edelstein. Ja, und dazu habe ich eben noch so kleine Gegenstände, Items bekommen in der Schmökerbox und deswegen ist das für mich auch etwas Besonderes. Und das würde ich demnächst gerne lesen. Ich glaube auch die Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff hatte sie sich schon angeboten, auch mit mir zusammen zu lesen, weil sie das auch auf ihren Sub hat. Mal gucken, wann wir das machen. Im Moment freue ich mich auch mal so ein bisschen außerhalb von Leserunden einfach mit meinen Büchern zu beschäftigen. Ja, wow, da habe ich ganz schön viel gequatscht. Ich merke, dass ich lange nicht mehr gedreht habe und wirklich Lust habe, über Bücher zu sprechen. Und ich glaube, ich war auch hier der Bedarf, ein bisschen mehr zu quasseln, weil ich erstmal die Fragen und Aufgaben gut fand und eben auch Bücher dabei waren, über die ich lange nicht mehr gesprochen habe und wo einem vielleicht die Worte gefehlt haben oder wo man einfach auch ein bisschen mehr ausholen musste oder ausholen wollte, um die Bücher zu beschreiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt mal niemanden insbesondere taggen, sondern einfach jeden, der da Lust drauf hat. Ich finde diesen Tag wirklich sehr, sehr spannend und gucke ihn mir bei anderen sehr, sehr gerne an. Ich finde, er hätte noch zwei, drei Fragen mehr haben können oder vielleicht so ein, zwei Fragen ausgetauscht werden können, damit noch mehr so ein bisschen ja, buchige Fakten zusammenkommen. Aber wirklich ein toller Ansatz. Ich weiß gar nicht, wer ihn erfunden hat. Ja, Gerede, Gerede, Gerede. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.